Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video. In diesem Video möchte ich euch den Casio FX85.de ClassWiz ein bisschen näher bringen, und zwar mit Blick auf die Statistik. Wie kann ich hier mit dem Taschenrechner hier eine Statistik durchführen? Wir haben hier die Menütaste. Es gibt ja die Möglichkeit, hier Berechnungen durchzuführen. In weiterer Folge gibt es dann aber eben auch eine eigene Maske für die Statistik. Die werden wir auswählen. Und hier in dieser Maske gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn wir jetzt tatsächlich eine Statistik durchführen wollen, dann wählen wir gleich das erste aus. Alles andere darunter sind dann eigentlich verschiedene Regressionsfunktionen. Dafür gibt es dann ein eigenes Video. Wenn wir jetzt hierher gehen, haben wir eben die Möglichkeit, auf 1 zu drücken. Dann haben wir unsere Tabelle, die wir befüllen können. Es gibt hier noch eine zweite Spalte mit Frec. Das ist Frequency, also quasi die Häufigkeit. Falls ihr diese Spalte nicht habt, dann müsst ihr zuerst ins Setup gehen, also wenn ihr komplett draußen seid sozusagen, auf Setup gehen und dort dann bei der Statistikeinstellung die Häufigkeit einstellen, also aktivieren. Schaut euch dazu gegebenenfalls auch das Setup-Video an, dort erkläre ich das dann auch noch einmal im Detail. Ansonsten würde ich auf jeden Fall diese Häufigkeit noch immer aktiv lassen, denn wenn ich jetzt keine Häufigkeiten habe, werden hier automatisch wird die Spalte automatisch mit lauter 1er befüllt. Das heißt, es passt soweit, es wird jetzt auch nicht irgendwelche Veränderungen durchführen. Das heißt, wir können jetzt hierher gehen, zum Beispiel die Zahl 6, 7 und 11 und was machen wir noch? 12 und 14 meinetwegen. Dann haben wir 5 Werte drinnen. Wir sehen eben bei der Frequent List sozusagen, also bei der Häufigkeitsliste, werden lauter 1er eingetragen. Und wenn ihr die Werte eingegeben habt, dann könnt ihr hier direkt auf Option gehen und dort wählen wir dann 1 Variable berechnen. Ja. Da werden nämlich dann sämtliche statistischen Kennzahlen im Prinzip ausgespuckt. Also ansonsten gibt es hier natürlich noch andere Optionen, Statistik, Rechnung, aber wir wollen im Grunde genommen einfach eine Übersicht über sämtliche statistischen Kennzahlen. Das heißt, wir wählen hier die 3. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Das arithmetische Mittel, die Summe der Zahlen, die wir eingegeben haben, die Summe der Quadrate der Zahlen, die wir eingegeben haben, die Varianz, die Standardabweichung, die Stichprobenvarianz, in weiterer Folge die Stichprobenstandardabweichung, die Stichprobengröße mit 5 Werten, dann die Werte, die man fürs Boxplot braucht, Minimum, Q1, Median, Q3 und dann auch noch das Maximum, also Statistik, Herz, was willst du mehr? Es wird dann wirklich alles eigentlich so ausgegeben, was man im Unterricht, sage ich jetzt einmal, tatsächlich brauchen kann. Das war es somit dann auch schon wieder zu dieser Aufgabenstellung. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder.